in der heutigen Folge bei Fishing Team Highlight. Herzlich willkommen zu einem neuen Kurzvideo. Ja, viele von euch haben es vielleicht schon gemerkt, wir haben uns neue Kameras gekauft, Dominik und ich. Jeweils zwei unterschiedliche, und ich will heute meine mal so ein bisschen einem Test unterziehen, weil die Aufnahmen mit Benny haben leider nicht so wirklich funktioniert. Da konnten wir einiges nicht von verwerten, was natürlich sehr, sehr schade ist, aber ist natürlich eigene Schuld, wenn man so ein Treffen gleich mit neuen Kameras, wo man sich überhaupt noch nicht mit auskennt, versucht zu filmen. Ja, das soll sich heute ändern. Ich nehme euch mit, oder besser gesagt, heute und morgen habe ich Zeit dafür. Es ist vom Wetterbericht ein Mix aus Sonne und Wolken und Regen angesagt. Ich hoffe, ich kann die Kamera überhaupt ausgiebig testen, weil bei Regen, wasserdicht ist sie nicht. Werde ich es natürlich nicht können. Ja, ich versuche für euch nochmal einen schönen Hecht zu fangen oder überhaupt einen Hecht zu fangen. Wir haben es Winter, und so ein bisschen nochmal den Vergleich zu machen, Gummi und Spinner. Und ich würde sagen, auf geht's. Hier kommt die Einheit, man kennt sie mein Bein, bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit, Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruled, yeah. Mit Jerk, Bait, Kombi, haben unser Tackle optimiert, unser Wasser 24-7, keiner ist so hot wie wir, ob mit Jerk, Bait, Kombi. Vor mir ein schöner Hecht gewesen. Das konntet ihr nicht sehen. Einen schönen Biss gehabt. Mal gucken, ob ich den noch kriege. Schnell den Köder wechseln. Der war gar nicht so klein. Spannend. Doch kein großer. Ich glaube auch nicht, dass das der gleiche war. Der andere sah deutlich größer aus. Kleiner Frechdachs. Hängt ganz knapp. Jawohl. Schön. Ja. Kleiner, schöner Winterpike, wirklich ein sehr kleiner, hat ihn eben zweimal attackiert, wenn es der gleiche war, ich bin mir halt nicht ganz sicher. Ich bin der Meinung, da stand noch ein größerer eben, der meinen Köder attackiert hat. Ja, vielleicht krieg ich ihn noch, werde noch mal ein paar Wurf machen. Aber für einen Einstand, schöner Fisch. So, ich habe den Spot gewechselt, ich bin jetzt hier in einem kleinen Schleusenkanal, immer Hotspots im Winter für Hechte, hier zieht der Futterfisch rein, hier ist keine Strömung, hier können die Hechte mit Energiesparmodus jagen, sage ich mal so schön, und ich hoffe, dass jetzt hier auch noch einer geht. Vor zwei Wochen hat es schon geklappt mit einem schönen 85er und einem 64er, wie es manchmal so ist, die Kamera war natürlich nicht dabei, aber vielleicht klappt es ja heute wieder und ihr seid dabei, auf geht's.
Ja, ich bin jetzt glaube ich schon eine halbe Stunde nach dem Fisch am Angeln. Leider noch keine weitere Aktion. Aber wir geben ja nicht auf. Weiter geht's. Und mal schauen, vielleicht kommt ja noch einer. Für mich beginnt jetzt hier die heiße Zone. Eigentlich erwarte ich ja noch einen Fisch. Ja, man kann sich aber auch mal gewaltig täuschen. Von daher, vielleicht bleibt es auch der Einzige heute. Aber wir haben ja morgen noch einen Tag. Jetzt wäre ich hier noch beinahe auf die Fresse gefallen. Hätte da was zu lachen gehabt. So, ein paar Meter weiter gegangen. Das Wasser ist so schön ruhig. Hier muss doch noch ein Räuber stehen. Gibt's doch gar nicht. Da ist er. Jawohl. Ja Leute, so schnell kann es gehen. Auch kein großer. Aber ein bisschen größer als der erste. Schön. Ich freue mich, zeige ich euch gleich nochmal. Ja, Nummer 2, was mag der haben? Vielleicht so Ende 50 maximal. Trotzdem schöner Fisch, ich finde die sind hier immer sehr, sehr schön gezeichnet. Und ja, noch bin ich nicht weg, noch ist hell, vielleicht kommt ja noch einer. Ich werde erstmal weitermachen und freue mich, dass es schon so gut geklappt hat heute. Ja, die Leute, die mich kennen, wissen, ich angel viel mit Spinner, aber jetzt im Winter hat sich ganz klar rauskristallisiert, dass Gummifische und in dem Fall hier der Fox Fire Tiger ja einfach besser sind. Die Fische sind nicht mehr so aktiv wie im Herbst oder im Frühjahr und von daher langsam geführte Gummis einfach eine Macht im Moment. Ich habe da die gleichen Stellen eben mit Spinner beworfen, nichts. Zweiter Wurf glaube ich mit dem Fox und sofort stieg dieser kleine schöne Pike ein. Ja, manchmal muss man einfach flexibel sein, da hat Matze Koch einfach recht. So, ich will nicht lang reden, bevor es dunkel ist. Weiter geht's, auf zum dritten. So, und währenddessen ich hier zum nächsten Spot wackel, würde es mich natürlich mal interessieren, was sind eure Lieblingsspinnköder im Winter? Ja, Köderfisch ist wahrscheinlich die gängigste Variante im Winter, aber ihr seht's, auch das Spinnfischen funktioniert. Herzlich willkommen zum zweiten Tag des Kameratests. Ja, ich bin wieder direkt zum Schleusenkanal gefahren, da das gestern so gut funktioniert hat und ich hoffe, dass ich hier noch den einen oder anderen Räuber überlisten kann. Ihr seid dabei, auf geht's, Tag 2. Leute. Schön hinten reingehackt. Einen Spinner hinterher werfen. Fuck. Ja, scheint aber auch kein großer gewesen zu sein. Ja, zwei Attacken. Ich glaube, nach den ersten 10 Würfen schöne Zahnabdrücke im Seika. Ja, sie scheinen noch Bock zu haben, beißen aber sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil auf Spinner hatte ich auch einen Biss, aber ja, blieb auch nicht hängen. Ja, das Ding habe ich natürlich nicht mit. Schauen wir mal, ob wir noch einen so ärgern können, dass er auch mal richtig zuschnappt. Ne? Ich gehe jetzt ein Stück weiter und werde ein paar Würfe machen. Weiter geht's. Ja, warm geht anders. Ich werde mir jetzt erstmal Handschuhe anziehen, denn die Finger frieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben heute knapp 0 Grad. Trotzdem wunderschön. Ich liebe diese Jahreszeit. So, weiter geht's. Im Hintergrund könnt ihr das sehen. Ein paar Meter weiter gegangen. Und jetzt hoffe ich, dass er diesmal hängen bleibt. Auf geht's.
Oh, noch gut Power. Geglückt. Besser. Oh. Jawohl. Ein großer, aber schon eine schöne Größe. Jawohl! Ja Leute, ich bin einfach sprachlos. Ein 80er Hecht, beim Kameratest hätte ich mir nie erträumen lassen. Ihr habt es gesehen, er hat den Seiker attackiert, den Schwanz abgebissen und ja, ich habe noch mal ein paar Mal hingeworfen. Er wollte nicht, dann habe ich mit dem Fox noch mal hingeworfen und dann konnte er nicht widerstehen. Toller, toller Fisch, super gezeichnet, schön fett. Ja, toller, toller Winterhecht. Also ich weiß nicht, was man da noch zu sagen muss weiter. Einfach geil. Ja, ihr seht's, mich blendet die Sonne und ich hatte gestern eigentlich auch schon eine Abmoderation gedreht, da ich ja wirklich nur 2 Tage los wollte und die Kamera testen wollte. Ja, und ihr seht's vielleicht im Hintergrund, strahlend blauer Himmel heute, Topwetter, Sonnenschein, der Regen und das graue Wetter hat nachgelassen. Eigentlich nicht gut für Hecht, aber dennoch hat's mich jetzt gejuckt, weil das so gut funktioniert hat in den letzten 2 Tagen, ja, hier nochmal herzufahren und jetzt bin ich wieder hier. Und ich bin gespannt, ob ich jetzt bei dem Wetterumschwung hier auch noch einen Hecht erwischen kann. Eigentlich ziemlich klar, aber da ja, es ein bisschen geregnet hat die letzten Tage, kam viel Dreck ins Wasser, sprich das Wasser ist recht trüb und gefroren hat es auch heute Nacht. Ich denke, ja, vielleicht haben die Hechte noch mal Lust jetzt, bevor es richtig kalt wird, wenn es denn richtig kalt wird, ist die gute Frage. Und ich kann auch einen rauskitzeln. Ihr seid dabei und mal schauen, ob der dritte Tag genauso erfolgreich ist wie die letzten beiden. Aufgrund der Fehlbisse in den letzten Tagen habe ich mich heute doch dazu entschieden, mal einen Stinger zu montieren. Ja, mal schauen, ob ich ihn heute brauchen werde, ob wir überhaupt Bisse kriegen werden. Ich bin jetzt an der ersten Stelle angekommen und werde jetzt die ersten Würfe machen. Auf geht's! Are you listening? Damn. Auch bei Sonne sind die Hechte in Laune.
Oha. Und ein guter, Jungs. Und ein guter. Oha. Oh. Der ist gut. Könnte der Beste sein, der drei Tage. Oder ist der Beste, das sehe ich so schon. Yes. Jawohl. Ja, Leute, die Hände bluten. Dritter Tag des Kameratests heute. Ja, und was für ein geiler Fisch wieder. Glatte 80, fünfter Hecht am dritten Tag, heute bei strahlendem Sonnenschein. Ja, was will man da noch mehr zu sagen? Guckt ihn euch an, er ist wieder makellos. Also wirklich tolle, tolle Zeichnung. Auch die Flossen, geile Maserung. Ja, und hätte mich das vorher einer gefragt, drei Tage Kameratest, fünf Hechte und auch solche schönen, für unsere Gewässer zumindest, hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. Einfach geil. Ja, das soll es nun endgültig gewesen sein. Drei Tage Kameratest liegen hinter mir. Ja, und was waren das für geile drei Tage? Fünf schöne Hechte sind es am Ende geworden. Wir hatten graues Wetter, wir hatten Regen, heute strahlend blauer Himmel. Und ja, also wie gesagt, im Winter hätte ich das nicht gedacht, dass das noch so gut klappt. Aber es hat geklappt und deswegen konnten wir noch ein schönes Winter-Spinnfisch-Video für euch drehen. Freut mich umso mehr. Ja, und die neue Kamera konnte sich gleich so ein bisschen bewähren sozusagen. Ich hoffe, euch gefällt die neue Qualität, auch wenn ihr mir verzeihen müsst, dass die ein oder andere Szene mit Sicherheit noch nicht perfekt ist, da ich halt wie gesagt noch am Üben bin und gerade was die Belichtung angeht, ist es doch schon was anderes, als wenn ich beim Camcorder auf den Knopf drücke oder hier meine Einstellung vornehme. Ja, falls es euch gefallen hat oder falls auch nicht, schreibt es wie immer bitte in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar und ja, bleibt gesund. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Hier kommt die Einheit, man kennt sie mein Bein. Bevor sie einreißt, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruht. Yeah. Außer der Leichtzeit liegt man wie zwei Geis. Hier kommt die Einheit, dass du Bescheid weißt. Fishing Team Highlight. Wo er nicht Bescheid weiß, das ist Fishing Team Highlight.